go live and we're live. Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Harzner. Das ist aber noch nicht ganz vollständig. Hier ist nämlich der Arzner und der Thorsten von Orbit Plausch. Hallo und herzlich willkommen heute hier Mittwoch wieder mal bei einem Live-Plausch über Ionenantriebe. Hallo Thorsten erstmal. Coole Sache. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Die Sommerpause scheint rum und es geht wieder weiter auf unseren Kanälen. Darüber bin ich sehr glücklich. Auch wenn die Pause gut getan hat. Aber pst. Wie geht's dir denn? Alles? Da war eine Pause. Wie bitte? Ja. Da war eine Pause? Ganz Ach kurz. verdammt, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, nee, tat gut. Die Sommerpause war einfach da, um wieder Kraft zu sammeln und Freude. Und ja, jetzt sind wir wieder dabei. Ja. Das, man hat so viel aufs Thermometer geguckt, deswegen war das mit der Uhr dann schwierig, da gleichzeitig auch noch drauf zu schauen. Ne? Das stimmt. Ja. <laughs> ja, dann also erstmal auch nochmal ein herzliches Willkommen an das Publikum und das heutige Thema sind Ionenantriebe. Ähm, wie kam es? Wir haben ja in der Vergangenheit ähm, im Grunde genommen äh, jetzt sehr gespannt ja auf das SLS geschaut und auch nach Boca Chica und das sind ja alles Raketen und Elon Musk hat ja doch mal scherzhafterweise gesagt ja die das mit den Autos kriege ich elektrisch hin aber das mit den Raketen äh, das funktioniert noch nicht so mit, der, mit dem elektrischen und ähm, das lustige <laughs> ist das stimmt eigentlich nicht so ganz genau was er da gesagt hat ähm, und hier sehen wir mal so ein Traditionellen Raketenantrieb, äh, wie man ihn eigentlich kennt. Ja? Äh, also, wer fleißig Boca Chica guckt und sich die Raptor-Entwicklung anschaut, äh, der wird das kennen. Also, wenn eine Rakete senkrecht auf dem Launchpad steht, dann rumpst es ganz gewaltig und äh, die meisten Leute wissen, was da drin ist. Das ist ziemlich explosives Zeugs meistens. Also Rocket Propellant oder eben Methan oder äh, wie bei der Ariane sind es dann Wasserstoff und Sauerstoff. Also die normalen Raketen, die wir so kennen, die machen ziemlich großen, lauten Rums und ähm, das alles wird sehr, sehr heiß ähm, und äh, erzeugt natürlich eine Menge Schub. Und äh, selbstverständlich wissen wir auch, da kann auch einiges schief gehen. Ja, das ist sehr explosives Zeugs. Man muss also bei Raketen immer ein bisschen gucken, dass einem das Ding nicht um die Ohren fliegt. Und hm. jetzt gibt es aber Ionenantriebe. Ähm, und das ist einfach, da wollte ich einfach mal mit dir ein bisschen drüber reden, das ist halt ein mhm. komplett anderer Ansatz. Weil da sowohl vom Treibstoff als auch vom, von dem äh, Schub, der rauskommt, ist das halt eine total andere Welt. Aber trotzdem hat es auch äh, gewisse Vorteile. Und wie immer in den ersten fünf Minuten von dem Stream merke ich, genau jetzt habe ich ein Bild vergessen, was ich noch mit reinholen wollte. <laughs> <laughs> ähm, aber gucken wir uns erstmal an, äh, was denn das ist. Also, hier sehen wir mal so einen Antrieb. Das ist ein Testlauf äh, von einem Ionenantrieb von der NASA. Äh, ich glaube, am. Äh, ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein Prototyp ist, aber äh, das ist halt eben ein so ein Antrieb. Und äh, man sieht also hier, okay, ähm, das ist keine gelbe Flamme, das ist eigentlich überhaupt keine Flamme, sondern das ist eher so ein bläulicher Schein. Und fünf Minuten vor dem Film ist mir aufgefallen oder vor dem Stream, eigentlich wüsste ich gerne, warum das so blau leuchtet. Und genau das habe ich vergessen zu recherchieren. Weiß ich nicht. Muss ich, nach, <laughs> muss ich nachreichen. Aber das hier, was wir da sehen, das ist tatsächlich sozusagen der Abgasstrahl, wenn man so möchte. Gas im fast wörtlichen Sinne des Wortes. Äh, denn was hier beschleunigt wird, das ist halt kein chemisch reaktives äh, Zeug, was eben äh, exotherm oxidiert und enorm heiß wird und dabei halt äh, quasi sich wahnsinnig schnell ausdehnt, sondern das ist eigentlich ein total harmloses Zeug in den meisten Fällen. Das ist ein total, äh, wie, wie sagt man das, äh, ja, das ist total harmlos. Das sind nämlich meistens Edelgase, die da benutzt werden. Ähm, zur Erinnerung, kleinen Moment, äh, das wollte ich eigentlich zeigen. Ich, ich nehme uns mal eben raus: Edelgase. Mhm. Das sind im wunderhübschen Periodensystem, was jeder an der Wand haben sollte. Ähm, die Dinger hier rechts: Diese Spalte hier ist das. Helium kennen wir alle aus Helium-Luftballons. Wenn man das Zeugs einatmet, kriegt man eine komische Stimme, aber es ist ungiftig. Es ist nicht radioaktiv und es macht eigentlich nichts und reagiert nicht, und der Körper nimmt es eigentlich auch nicht auf. Man atmet es wieder aus und weg ist es. Neon ist so das Zeug, was wir aus Leuchtstoffröhren kennen. Das kann man auch zum Leuchten anregen. Dasselbe gilt auch für Argon und Krypton und Xenon. Und ich glaube, Radon ist dann das einzige, was radioaktiv ist, weil es so schwer ist. Aber es sind alles Edelgase, die eigentlich mit nichts reagieren. Wenn so andere Atome vorbeikommen, dann sagen die. Hallo und machen eigentlich nichts. Also Sauerstoff wissen wir ja ähm, oder Chlor oder sowas, die reagieren halt chemisch unheimlich gerne mit allem möglichen anderen Zeugs und, und wollen sofort Party machen. Und diese Edelgase, die sind total neutral und eben auch wie gesagt nicht giftig. Und die explodieren mhm. auch nicht, die machen irgendwie sonst nichts. Die kannst du einfach in so einen Tank reinpacken. Ich habe hier mal ein Bild von so einem Ding. Das hier ist ähm, der ein so ein Behälter, den ich gerade mal eben anzeige. Und zwar ist das so ein Xenon-Tank. Da ist einfach nur Xenon drin äh, und das kannst du halt locker ins All ballern und das ist eigentlich nur Stützmasse. Also das dieses, heißt, es ist einfach äh, ein Gas, was da drin ist. Genau, das ist einfach mhm. ein Gas, was da unter Druck steht. Äh, das musst du auch nicht besonders groß kühlen. Es kann dir nicht um die Ohren fliegen, es strahlt nicht, es ist nicht gefährlich. Das kannst du einfach irgendwo hinstellen, wenn es ein Leck hat, ist auch nicht schlimm. Und dieses Gas dient einfach nur als Masse ähm, sozusagen. Man schmeißt diese Masse hinten raus und beschleunigt damit sein Raumfahrzeug. Zum Beispiel haben wir hier die Sonde DORN. Das ist eine europäische Sonde. Die hat hier, wie man sieht, so einen Ionenantrieb. Und der braucht. Ja, gut, wenn da nichts explodiert und wenn da keine chemischen Elemente miteinander reagieren, wie fliegt das Zeug ja dann hier unten raus? Was, was braucht man dafür? Da muss, muss ja irgendwie beschleunigt werden. Das äh, ist eigentlich gleich daneben: das sind die Solarzellen, du brauchst eigentlich nur Strom. Mhm. Das war es im Grunde genommen. Ähm. Im Wesentlichen ist das, was da nämlich passiert. Warte mal, jetzt habe ich hier noch ein anderes Bild, das wollte ich euch eben zeigen. Hat er das ja erkannt? Nee, hat er nicht, verdammt nochmal. Dann müssen wir es anders machen. Mhm. Ähm, das heißt, Strom, also alles, was in der Nähe von der Sonne ist, kriegen wir ja mit Solarpanels. Da kriegen wir Strom her. Da ist das, das funktioniert es dann also ganz gut. Ja. Und die nächste Frage wäre natürlich für später. Okay, und wenn wir keine Sonne um uns herum haben, Funktioniert das noch? Aber ich denke mal, kommen wir nachher dazu. Übrigens, mhm. gleich kurz in die Runde. Ähm, ja, es sind die üblichen Verdächtigen da. OJ mhm. Railways, habe ich schon gesehen. Hi, dann natürlich, ähm, der Patrick ist da. Super nice. Toll, dass ihr mit uns seid heute. Lukas, moin Thomas. Auch mit dabei. Hallo. Auch mit dabei. Ja, wunderschön. Ähm, und haben wir auch schon gleich zwei Sachen, das. Eine ist, OJ Railways hat schon gesagt, hey, Ionentriebwerke ist ja toll, aber warum benutzt du nicht die Haarspraydose vom letzten Mal? Mhm. Ähm, okay, ich glaube, den, 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 den lassen wir mal unbeantwortet stehen. Aber Patrick hat noch einen Hinweis gegeben zur blauen Flamme. Mhm. Er meinte, es könnte gut sein, weil das Gas ionisiert ist und dadurch halt eben Blauanteile Licht, das reflektiert. Was? Das kann gut sein. Also einmal ja, in der Darstellung ähm, kann man eben nochmal schauen, in der Darstellung, die man hier sieht, hier haben wir nochmal ein anderes Modell, das ist ein sogenannter Hall-Effekt-Thruster, ist aber dasselbe Prinzip, was hier hinten rausfliegt und ebenso blau leuchtet, äh, so prominent, das sind halt, ach, das Bild ist viel zu schön, da bin ich ja im Weg, da nehme ich mich mal ganz, ganz kurz weg, <laughs> äh, also, das hier ist ein etwas anderes Prinzip. Es gibt grundsätzlich verschiedene Ansätze, das zu machen. Aber was man tut tatsächlich ist, das hat Patrick schon so ein bisschen vorweggenommen, quasi gerade, aber er hat vollkommen recht. Was man macht, ist, man nimmt so ein im Grunde elektrisch neutrales Edelgas aus dem, aus dem Tank und schmeißt das hier quasi in ein magnetisches Feld, wo dieses Gas ionisiert wird. Und ionisiert mhm. bedeutet, die Atome sind nicht mehr elektrisch neutral, sondern sie werden positiv oder negativ elektrisch geladen. Und dadurch kann man das dann in eine Richtung beschleunigen durch ein Magnetfeld. Und diese Beschleunigung ähm, durch magnetische Felder oder elektromagnetische Felder ist äh, ziemlich effizient. Also, das ist ein vom Wirkungsgrad, ähm, also das hat nicht viel. Ich sag mal nicht viel Bums, es ist ja nur Edelgas. Aber man kann sozusagen, wenn man das auf ein einzelnes Atom äh, runterbricht, dann kann man das verflixt schnell machen. Das mhm. heißt, aus der Stützmasse, die du hast, auch wenn sie dir, auch wenn sie gar nicht explodiert oder sonst irgendwie als Treibstoff äh, im Grunde genommen auf den ersten Blick einen Sinn machen würde, kannst du das durch ein elektrisches Feld ziemlich gut beschleunigen. Okay. Und ähm, der einzige Trick ist, nachher musst, du, nachher musst du die Elektronen, die du da hast, äh, quasi wieder reinfeuern in den Abgasstrahl. Das ist das Letzte, was hier passiert, damit das hier sich wieder neutralisiert. Weil ansonsten lädt sich deine, deine Raumsonde lädt sich dann elektrisch auf und das Zeug kommt im Kreis gleich wieder zurück. <laughs> und dann bleibst du stehen und nichts passiert. Und bremst mich von vorne wieder ein. Okay. Genau, genau. Ja. Also das, ist, das muss man dabei halt so ein bisschen beachten. Und äh, da gibt es. Ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann. Ja, wir hatten jetzt hier einen normalen äh, Ionenantrieb, dann haben wir hier den Hall-Effekt-Thruster. Das sind verschiedene Prinzipien, aber im Grunde genommen läuft es eigentlich immer darauf hinaus. Mhm. Und der Witz ist jetzt, dass du damit von der Erde niemals abheben können würdest. Ja, das reicht vorne und hinten nicht. Also man kann sich vorstellen, das ist ungefähr so von der von von Kraft, als hättest du den einen oder anderen Föhn in der Hand. Ja, und äh, würdest da halt Luft rauspusten. Äh, das ist halt wirklich nicht besonders kräftig. Aber du verbrauchst wenig von dieser Stützmasse mit sehr hoher Effizienz. Und das mhm, heißt, stell dir vor, du würdest im Weltraum sitzen, hättest einen Föhn in der Hand, machst den an und durch die Solarzellen wird dieses Ding gepowert und läuft nicht fünf Minuten oder zehn Minuten, sondern der läuft stundenlang. Mhm. Der läuft, wenn es sein muss, tagelang. Das heißt, du kannst diesen Antrieb hier mit sehr wenig von deiner Stützmasse, ja, das war das, was wir hier äh, gesehen hatten in dem Tank hier. Du kannst da äh, relativ effizient damit umgehen und jetzt muss ich diesen Pfeil da wieder wegnehmen, genau. Und du kannst sozusagen diese Masse sehr, sehr hoch beschleunigen und das Ding halt quasi wochenlang laufen lassen. Und mhm. das macht natürlich Sinn auf interplanetaren Missionen, wenn du also quasi eine Sonne hast, eine Sonde, nicht Sonne, sondern Sonde, eben wie beispielsweise äh, die Dornsonde, wobei ich jetzt gar nicht, ich habe schon wieder vergessen, wohin das Ding eigentlich fliegt, ähm, dann kannst du halt sehr gut diese Dinger ähm, auf interplanetaren Missionen einfach laufen lassen und dem ja. halt über Tage lang kannst du das Ding halt nach vorne ballern. ne? Oder ähm, das muss ich eben nochmal ganz kurz raussuchen, Beispiel, ein weiteres prominentes Beispiel, wo ich jetzt gerade eben nochmal äh, ein Bild rausholen wollte, was ich wieder, auch wieder vergessen hatte. Ähm, so, übrigens, Lolo Matico hat jetzt auch schon zu uns gesellt. Herzlich. Moin Lolo, schön, dass du da bist. Und zwar die japanische Sonde Hayabusa, die wir gleich mhm. hier haben. Uh, Disambiguation, wo ist sie denn? Verdammt. Nicht die Suzuki, nicht das Motorrad. <laughs> ich, hab's, ne? ich hab's gleich. Etwas Geduld. Äh. Naja, die Suzuki ging vielleicht auch ganz gut ab. Aber Hayabusa hat immer noch den besten Bodeneffekt. Ja, genau. es nein, die, um die geht einfach nach vorne. Genau. Es Berstlöse. geht, jetzt habe ich es auch endlich. Äh, es geht um die Raumsonde. Mhm. Ja. Die hier ist das. Und äh, die hat beispielsweise eben auch, äh, wie man hier rechts sieht, kleinen Moment, ich muss das eben nochmal euch zeigen. Ich mache das mal groß. Das ist mhm. also diese Hayabusa-Sonde. Ähm, und. Ähm, die hat auch, die ja halt eben diese Bodenproben von dem Asteroiden äh, entnommen hat. Und die hat eben auch äh, hier vier Düsen von einem Ionentriebwerk. Mhm. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass es sehr, sehr viel, also dass das unglaublich viel im Einsatz ist, weil die Idee auch schon so alt ist. Ähm, und der, nee, das wollte ich. Ähm, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass, äh, dass es halt irgendwie fast alles äh, mit Ionenantrieben angetrieben wird. Ähm, aber nee, das ist gar nicht so äh, unbedingt so üblich, bis auf das prominente Beispiel natürlich von äh, den Starlink-Satelliten von SpaceX. Die haben auch ähm, einen richtigen äh, einen Ionenantrieb äh, zur Bahnkontrolle, Ausweichmanöver kann man damit halt auch machen. Das ist halt alles nicht so besonders rasend schnell, aber es ist schnell genug. Ja, das wollte ich hier auch nochmal ganz kurz deswegen anbringen, weil ja äh, SpaceX heftig kritisiert wird, immer wegen diesem äh, Weltraumschrott-Argument und ganz von der Hand zu weisen ist es ja eigentlich auch nicht. Aber ähm, die Satelliten von, äh, von Starlink, von SpaceX, äh, falls euch mal jemand drauf anspringt, die haben alle einen Antrieb und auch eine bewusst begrenzte Lebensdauer, nach der sie dann quasi von selbst äh, sich wieder in die Atmosphäre kippen und dann verglühen. Naja, ich glaube, die sind auch gar nicht so hoch äh, von der Umlaufbahn her. Ich glaube, die nee. gehen ja automatisch schon wieder runter, weil da, wo sie sind, gibt es aber noch ein bisschen so Restatome äh, der Atmosphäre und die bremsen die ja automatisch ein. Das heißt, die müssen nicht unbedingt einen Suicide Burn machen, können es aber natürlich. Genau. Mhm. Genau, sie können es eben. Also das heißt, sie brauchen sowieso erstmal einen Antrieb, wie du richtig sagst, weil sie so weit unten sind und weil sie so niedrig sind. Ähm, brauchen sie einen Antrieb, um immer wieder mal die Bahn ein bisschen anzuheben. Ja, deswegen mhm. äh, müssen die quasi äh, einen eigenen Antrieb haben, um äh, eben die Bahn, wenn sie runtergebremst werden, immer wieder mal mit einem kleinen Schub äh, zu korrigieren. Und dafür sind solche Ionenantriebe gut geeignet, denn äh, wie gesagt, man verbraucht relativ wenig von dem Treibstoff, es ist sehr ungefährlich, man hinterlässt auch eigentlich so gut wie keinen Müll. Es ist ein bisschen ionisiertes Gas, was da rauskommt. Mhm. Das ist aber auch chemisch neutral, also es ist nicht schmutzig, es kann, ähm, es kann eigentlich niemandem großartig schaden. Und, ähm, äh, und der Antrieb ist deswegen auch an sich äh, sehr, sehr ungefährlich und sehr effizient, wie gesagt. Also du kannst es lange, lange, lange Zeit laufen lassen und kannst dann eben so gemächlich deine Bahn. Bisschen korrigieren, ein bisschen mehr Schub geben, ein bisschen weniger. Ne? Oder eben, wenn du mhm. auf Missionen unterwegs bist, die sowieso länger dauern, alles, was du brauchst, ist ein bisschen Strom. Insofern mhm. äh, fand ich das eben ganz lustig, weil gerade Elon Musk so prominent gesagt hat, ja, Raketen gehen ja nicht elektrisch. Nee, Raketen nicht, aber es ist nicht so, dass man mit ein bisschen Edelgas und Strom nicht auch schon was gefunden hätte. Mhm. Ja, ja glaube ich, sofort. Übrigens, der Dirk hat jetzt auch zu uns gefunden, der ist ja auch ganz regelmäßig mit dabei. Kurzer Shoutout zu dir, schön, dass du dabei bist. Aber hat's noch mal eine Frage an dich. Du hast ja vorhin dieses hübsche Schaubild gezeigt mit, äh, mit dem Aufbau. Ja. Positiv, negativ. Das sich an, okay, ich, ich lege Saft drauf, also Strom in dem Fall. Ähm, kann ich denn eigentlich auch durch. Die Stärke des Stroms, indem ich was weiß ich ein bisschen mehr Ampere drauf gebe, auch ähm, das Ding drosseln oder in dem Fall, wenn ich mehr Ampere drauf lege, äh, vielleicht auch verstärken, sprich, ist das Ding variabel ähm, oder ja. geht da nur 0 und 1? Nee, du kannst ähm, Du kannst natürlich durch das Magnetfeld hier ähm, kannst du das schon steuern. Mhm. Ähm, aber du hast ein bisschen den Effekt, wenn du mit einem Auto beispielsweise jetzt äh, auf der Autobahn unterwegs bist ähm, und du äh, dann musst du ja quasi dein Auto durch die Luft bewegen und mhm. musst, hast einen gewissen Verbrauch, weil du Energie brauchst, um durch die Luft dich zu schieben. Und wenn du jetzt doppelt so schnell fährst, geht das quadratisch in die Luftwiderstandsgleichung. Und jetzt ist es nicht das Gleiche, nicht verwechseln. Ja, also. Ähm, es ist nicht das Gleiche, aber je mehr Energie du hier reinhängst, um diese Teilchen zu beschleunigen, dann kommst du irgendwann halt auch an einen Punkt, dass dein Magnetfeld hier äh, auch eine Menge Strom braucht. Und mhm. ähm, es sich dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr lohnt, die Dinger noch schneller zu machen, um noch mehr Schub äh, reinzukriegen, weil du dann halt eben Energie brauchst. Ne? Das ist auch nicht das Ausschlaggebende. Bei dieser Art von Antrieb möchtest du über längere Zeit Korrekturen machen, damit du. Auf ein paar Millionen Kilometer sagen kannst, ich muss noch einen Tick in Richtung weiter Mond oder sowas und dann kann ich, was weiß ich, ähm, so ein Slingshot-Manöver machen ja? oder ich kann mich halt eben vorsichtig und langsam gewissen Asteroiden nähern und da halt mich langsam ranpirschen. Ja? Dafür äh, sind diese Dinger ähm, sehr gut geeignet. Und ich fand es halt eben einfach auch mal ganz interessant, weil das halt nicht so. Es ist vielleicht nicht so ganz so sexy, ja, wie, äh, wie so ein Raketenantrieb, der richtig rumst und so. Ne? Aber ähm, <laughs> ich finde es schon ganz cool, dass man solche Geschichten äh, zur Verfügung hat, ja, dass, dass solche Technik entwickelt wurde. Übrigens hier von einem Herrn Robert. Hermann Robert äh, war das. Das ist der Erfinder. Oder mhm. einer der Erfinder. Ähm, und äh, der hat das schon sehr, sehr früh ähm, entdeckt oder halt eben beschrieben. Ja, was stand hier nochmal? Ähm, ja, ich sehe es gerade nicht. Aber jetzt auf jeden Fall relativ früh ähm, genau, hat er das, die Rakete zu den Planetenräumen, das war in den, in den 20ern, vor ungefähr 100 Jahren hat er das beschrieben. Und mhm. seitdem ist es natürlich dann wie mit vielen ähm, Erfindungen so, dass ähm, anfangs die Idee halt eben da war, aber die technischen Möglichkeiten noch nicht ausgereift genug, um das zu äh, um das ganze Ding halt umzusetzen. Und ähm, die eigentliche Umsetzung erfolgte dann später. Man hat auch anfangs, ich glaube, auf Quecksilber gesetzt, weil das so schön schwer ist. Aber Quecksilber ist an sich nicht gefährlich, aber du solltest Quecksilberoxid nicht einatmen. Also das ist, deswegen gibt es das jetzt auch, glaube ich, in Thermometern nicht mehr. Ist ja, ja, Quecksilber war, glaube ich, mal eine Zeit lang in Mode gewesen. Da hat ja. man das für Hauttinkturen benutzt, gerade um sich äh, bei starker Sonneneinstrahlung zu schützen, aber auch für alle anderen Wehwehchen, bis man irgendwann festgestellt hat, wenn man das regelmäßig einnimmt, ist das verdammt uncool für den Körper. Ähm, sprich, der geht da dran, jämmerlich zugrunde. Ja, das ist äh, unter anderem, ja. habe ich auch gehört... Der Begriff Mad Hatter, da gab es auch einen Film, ähm, ich glaube, das war Alice im Wunderland mit äh, Johnny Depp, wo wir gerade bei mhm. Filmen sind. Äh, es ist tatsächlich so, dass früher Hüte häufig, äh, dazu habe ich natürlich kein Bild und es fällt mir jetzt erst ein, aber es ist so, dass in Hüten, die man früher getragen hat, in Zylindern, war oft so ein weiches Metall mhm. in dem Hut drin also so ein Metallband, was man eigentlich, wenn man den Hut gekauft hat, hat man damit keinen Kontakt gehabt, aber die Leute, die Hüte gemacht haben, also Hutmacher, hatten sehr ah. hohen Kontakt. Und das war ein, mhm. ich weiß nicht, was es für ein Metall war, aber ich meine mich zu erinnern, dass häufig Quecksilber auch benutzt wurde, um solche Metalle weicher zu machen. Mhm. Und wenn du jahrelang, ja Jahr ein Jahr aus, dieses Zeugs einatmest, dann zerfräst es dir halt irgendwann dein Oberstübchen und deswegen äh, ist es tatsächlich so, dass Hutmacher nicht selten nach Jahren ihres Berufes dann auch irgendwie tatsächlich ein bisschen Gagger geworden sind. Also es ist nicht mhm. gut fürs Oberstübchen. Ja, und deswegen hat man dann auch gemerkt, Quecksilber ist keine gute Lösung. Das kann man gut verdampfen und auch beschleunigen, aber äh, man kam dann später drauf. Ähm, Edelgase wie eben Argon mhm. ähm, und ähm, ja, Xenon. Und Bleib sowas. doch gerade noch mal ganz ja. kurz bei dem Bild, was du eben hattest. Das mhm. finde ich sehr, sehr schön. Wir haben nämlich vom Dirk ähm, Strautmann noch eine Frage. Er hat gefragt: äh, Die Austrittsdüse beim Ionenantrieb, ist die denn genauso wichtig wie bei einem normalen Raketenantrieb? Also bezüglich des Schubs oder der Richtung oder in der Richtung? Ähm, ja, sie ist insofern genauso wichtig, dass du als dass du schauen musst, dass deine Konstruktion, die du hier hast, so ist, dass diese ähm, Teilchen geradeaus hier hinten rausfliegen. Das heißt. Du musst schon gucken, ähm, dass keine schiefe Bahn äh, entsteht. Mhm. Ja? Also weil äh, bei einem elektrischen Feld, äh, was du hast oder bei einem Magneten, haben wir ja häufig gesehen, wenn du ein Stabmagnet hast, dann ist es ja so, dass die Feldlinien sich bogenförmig bewegen. Und hier musst du halt äh, sozusagen mit deinem Elektromagnetismus ein bisschen tricksen, dass die Dinger halt wirklich gerade hinten rausfliegen mhm. und du dann halt eben auch einen geraden äh, ja, äh, Antriebs. Vektor in eine bestimmte Richtung kriegst. Und wie gesagt, das, was du dann noch machen musst, ist äh, die Elektronen, äh, die übrig bleiben, musst du quasi einmal ausleiten und hinten wieder in den Strahl einführen, damit das Ganze elektrisch wieder neutral wird. Einmal, damit deine Sonde sich nicht äh, elektrisch auflädt und auch damit dieser Strahl ähm, quasi das Raumschiff eben auch in eine Richtung verlässt und nicht in einem großen Bogen wieder zurückkommt. Mhm. Um, hinten dieser Ausgangsstrahl, ich meine, du, du hast vorhin ein hübsches Bild gehabt, das war ja wie eine flache Scheibe. Das heißt, da gab es ja eben keine Glocke wie bei einem normalen Triebwerk, sondern die ist ja wirklich einfach nur flach. Mhm. Und um, was mich mal interessiert hatte dabei, okay, wenn ich jetzt meine Hand da reinhalte, äh, wird die dann wie bei einem richtigen Triebwerk gegart, gekocht, gebraten oder geschreddert oder Spüre mhm. ich das überhaupt dabei? Das ist eine gute Frage. Also im Grunde genommen ist es, solange es ionisiert ist, meine ich, kann man es sogar Plasma nennen. Und die Teilchen sind sehr heiß. Mhm. Ähm, aber zum einen ist es ein Edelgas und die Teilchen sind sehr schnell. Ähm, das ist eine gute Frage, was man da erwarten können würde. Aber ich würde aufgrund der Energie, die da hinten rauskommt, eigentlich nicht unbedingt erwarten, dass es dir sofort die Hand übelst verbrennt. Aber mhm. ich weiß halt auch nicht, harmlos wird es nicht sein. Denn die Teilchen mhm. sind sehr schnell und werden sicherlich die oberen Schichten deiner Haut, ähm, würden sie, glaube ich, schon angreifen. Auch wenn keine chemische also Reaktion. Feeling, ja. ja, also ja, okay. das ist eine verdammt gute Frage. Mhm. Aber ich würde erwarten, aufgrund der relativ geringen, des relativ geringen Schubes, und es ist natürlich auch schwer, denn hier sind wir natürlich wieder bei dem Punkt der Temperatur. Das sind ja Triebwerke, die du im Grunde im Vakuum einsetzen würdest, weil du auf der mhm. auf der Erde hast du eigentlich viel zu hohen Luftdruck. Da kriegst du das. Also, das ist ungefähr so, Machen einen Föhn an und leg ihn auf den Boden, der bewegt sich nicht. Mhm, ähm, ist klar. Also der, der fliegt nicht nach oben oder so. Das, das dürfte nicht reichen. Und da wird es aber wiederum schwierig, das hatten wir auch mal mit der, mit der Frage nach der Temperatur. Ja, Denn Temperatur ist ja eigentlich für uns bei, sage ich mal, normalen Luftdruck auf normal Null, äh, sind Sachen, die heiß sind, sind ja definiert im Grunde dadurch, wie schnell bewegen sich die Moleküle. Mhm. Dann ist das für uns heiß. Und hier bewegen die sich halt auch sehr schnell. Das heißt, die Temperatur ist im Grunde genommen, wenn man so will, sehr hoch. Äh, mhm. Aber sehr viel Druck. Ist dann halt auch nicht. Also, du bist halt im Vakuum. Ne? Also, es ist ein bisschen die, die Schwierigkeit, wenn du in Science-Fiction-Filmen jemanden hast, der aus dem Raumschiff rausfällt, dann gefrieren die sofort. Das passiert ja eigentlich nicht. Du frierst und kochst ja sozusagen <laughs> gleichzeitig. Also, das ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können uns mal... darauf einigen, dass sie alle schockiert sind. Also, die dem Schock. Ja, das, das, das äh, könnte schon sein. Ich, ich schaue noch mal ganz kurz was nach. Ähm, da könnte man mhm. glatt mal versuchen, ob man da mal vielleicht in der Folge ähm, tatsächlich noch mal jemanden rankriegt. Denn ich meine, das DLR forscht auch an solchen Antriebskonzepten. Äh, mhm. ähm, das ist also immer noch es, es gibt schon Prototypen und die Liste, der, ähm, die Liste der, 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 der Sonden oder halt eben Raumfahrzeuge, die damit angetrieben werden, ist gar nicht so riesig. Ja? Also es ist bis auf die Ach, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also gerade bei den Cube-Sets werden es jetzt immer mehr. Ne? Ja, ja. Und es gibt ja auch schon Firmen in Amerika, die die Dinge sozusagen fast sehenmäßig auf die Straße hauen. Also ja. ich nehme jetzt mal die Firma Busek, weil von der weiß ich das zufälligerweise. Das Bit3 ist ja ein Triebwerk, was jetzt beim äh, Luna Ice Cube eingesetzt wird. Das ist natürlich eine modernisierte Version, weil die geht auch nicht mehr mit Edelgasen, sondern die geht jetzt mit Jod. Und ähm, das sind die eigentlich recht erfolgreich mit. Dann kriegen die, glaube ich, auch 1,24 ähm, Kilometer die Sekunde raus. Also ja. sind da schon stärker geworden. Aber klar, im Vergleich zum normalen Triebwerk, wenn ich die auch so richtig verstanden habe, ist das natürlich immer noch ein himmelweiter Unterschied. Und das sieht man ja auch. Also, wo ähm, eine normale Raketenstufe auf dem Weg zum Mond in zwei, drei Tagen spätestens da ist. Brauchen die ein paar Wochen dazu. Aber ja. ist halt eine einfache, kostengünstige und scheinbar auch mittlerweile immer mehr ähm, zuverlässige Methode. Ja, 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 auf jeden Fall. Denn du, äh, hier ist nochmal so ein, so ein Schema von, äh, von einem Antriebskonzept. Ähm, also auch mhm. das ist Gegenstand ähm, aktueller Forschung. Ja? Ähm, und natürlich ist es so, in den frühen Tagen hat man auch gesagt, die. Die Quelle deiner Elektrizität könnte natürlich auch eine nukleare Quelle sein. Ja? Also, du könntest halt auch überlegen, ob du nimm eine Radionuklidbatterie, pflanzt äh, die daran und dann hast du halt ein Magnetfeld, was 80 Jahre lang funktioniert, 40, je nachdem, welchen Stoff du nimmst. Ähm, da könntest du halt das Ding ewig lang laufen lassen, bis der Treibstoff dann alle ist. Ja, ähm, ja. Das versucht man natürlich nicht zu machen. Also, <laughs> die aktuellen. Ähm, Sonden jetzt halt, äh, soweit ich weiß, ähm, ja, nehmen wir noch halt nochmal ganz kurz die Dorn ins Bild. Ähm, das sind schon äh, Sonden, die halt mit Solarpanelen noch funktionieren, die also noch nicht so weit weg sind von der Sonne. Also, mhm. wenn du natürlich jetzt wirklich zum Saturn oder noch weiter Uranus, Neptun möchtest, dann musst du dir natürlich ein bisschen überlegen, wo nimmst du deine Elektrizität her oder lohnt sich da dann nicht doch wieder ein konventioneller Antrieb oder falls wir irgendwo ja mal demnächst dann auf dem Mond sind oder eben weiter weg äh, kann man da gefahrlos im Weltraumraum fernab von der Erde eine nukleare Lösung finden die niemanden stört weil es nicht von der Erde startet beispielsweise mhm. ne? aber sag mal sind die nicht gerade dabei ein Projekt zu loszutreten ähm, so ein CubeSat tatsächlich mal außerhalb unseres Sonnensystems zu bringen. Also dass sie jetzt bis zum Mars kommen, das wissen wir schon. Da sind ja schon zwei Stück unterwegs. Ähm, und auch sonst sind die ja schon ähm, auf, auf einigen Wegen unterwegs. Ähm, zum Beispiel zu so, ähm, Didymos und Dimos, da für unser ähm, Astro-Abwehrsystem. Ähm, mhm. Wenn interessiert, können wir auch gerne nochmal den Link auf unsere Folge da drauf nochmal drauflegen. Äh, also unten in die Beschreibung reinhängen. Da haben sie ja auch ähm, auf Ionenantrieb gesetzt. Und also ich glaube, die, die, die sind schon dabei, äh, jetzt zu gucken, ob sie nicht Cubesatz, weil sie natürlich eine kleine Masse nur haben. Mhm. Ist ja auch. Hast du kleinen kle, kleinen Antrieb, nimmst du kleine Masse und dann geht's ja wieder. Und wie du schon sagst, beschleunigst du über eine längere Zeit. Echt cool das Zeugs. Wie, 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 ähm. wie groß sind eigentlich die Maße jetzt von dem, den du da jetzt gerade gezeigt hast? Das sind äh, 10, 15 Zentimeter. Also, wenn du den Hall-Effekt-Thruster hier meinst, das ist nicht besonders mhm. groß. Also, mhm. ist jetzt hier, äh, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier ist. Äh, ach jetzt. Also, eine typische CubeSat-Größe. <laughs> ja, ja. Also, genau wie du gesagt hast, ja. Die, die, diese Antriebe finden, ähm, finden gerne, also vermehrt jetzt in der Vergangenheit, ähm, <laughs> Anwendung in. <laughs> Entschuldigung. Anwendungen äh, bei CubeSats zum Beispiel oder eben bei den Starlink-Satelliten. Ich habe nur ein bisschen gestaunt, weil auch aufgrund der, ähm, auch aufgrund der, 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 sagen wir mal, der, der des Zeitraums dieser Erfindung, hätte ich eigentlich gedacht, dass man es früher schon einsetzt. Mhm. Ähm, aber die, sage ich mal, diese, dieser Antrieb erfreut sich tatsächlich jetzt noch gar nicht so mhm. lange Zeit äh, zunehmender, äh, sage ich mal, <kühm> Beliebtheit. Äh, Beliebtheit, Dankeschön. Mhm. Äh, hier haben wir jetzt als Beispiel noch mal einfach nochmal einen Cube-Sat. Ne? Die Dinger, diese formatierten, äh, standardisierten äh, äh, Satz, die brauchen halt auch einen kleinen Antrieb. Und da ist halt nochmal der Vorteil. Äh, ich hatte das hier irgendwo gelesen. Ähm, jetzt muss ich nochmal ganz kurz umschalten, wo das mit dem Kilogramm war. Hier gibt es ein Beispiel, nämlich die Sonde Smart 1. Ähm. Mhm. Hier werden also die Raketentriebwerke miteinander verglichen oder die Antriebsformen. Und äh, die Sonde Smart 1 hat zum Beispiel 300, knapp 370 Kilogramm an Gewicht. Und mhm. davon sind 84 Kilogramm Xenon mhm. mit dabei. Wow, die hat also eine Menge Treibstoff dabei. Mhm. Aber im Vergleich zu einer, ich sag mal, konventionellen Rakete, mhm. ist das relativ wenig, weil, ähm, ja, habe ich jetzt, kann ich das zeigen? Ne, kann ich nicht. Aber wenn man sich vorstellt, wenn wir an Raketen denken, die auf so einem Startpad, also das SLS beispielsweise, das ist ja oh, bis auf die, eine Hammerrakete. Bis auf die Kapsel <laughs> oben ist das Ding randvoll mit Treibstoff und ja. Oxidizer. Ja. Und hier hast du halt, sagen wir mal, rund 400 Kilogramm Sonde und sagen wir mal 80 Kilogramm Treibstoff. Das ist eine Menge Sonde, die du mit 80 Kilo Treibstoff äh, über sehr lange Zeit beschleunigen kannst. Und tatsächlich mhm. ist der, der Fachbegriff dafür, ist, glaube ich, der spezifische Impuls. Ähm, mhm. Und ich warte in solchen Momenten immer darauf, dass Adrian plötzlich hinter mir auftaucht und mir eine reinhaut. Äh, es ist halt so, dass das sehr effizient ist und du damit eine Beschleunigung erreichen kannst, wo du sagen würdest, wenn du beides mal nebeneinander hältst und du würdest ja. sagen ich nehme 80 Kilogramm Treibstoff und Sauerstoff und jagt das durch eine konventionelle Düse, dann würde das in zwei Minuten weg sein. Deine, Deine Sonde wäre auch ganz schön zackig unterwegs. Aber wenn du das hier mit Strom machst, dann erreichst du damit am Ende höhere Geschwindigkeiten. Das würde dann viel 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 länger dauern. Aber schalt das Ding an, lass ein paar Wochen laufen und irgendwann würdest du an dem konventionellen Treibstoff vorbeiziehen. Du kriegst nur mhm. eben in der Zeit, also zeitlich betrachtet, kriegst du nicht so viel Schub auf die, auf die Reihe, dass du damit von der Erde starten könntest, ne? Ja gut, das ist klar. Aber da was, haben wir zu viel Luftwiderstand ja. hier und du musst gegen die das Erdanziehungsfeld, also das, Leute, genau. warum wir auf der Erde stehen, musstest du ankämpfen. Dafür sind die Babys, glaube ich, noch zu schwach. Ähm, Im Chat gibt es natürlich einige äh, äh, Kommentare, die natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint sind. Der eine meinte: Naja, man könnte ja auch noch ein paar AKWs mitnehmen, und zwar unter OJ Railways, um ganz genau zu sein. Ja, äh, ja davon haben wir demnächst auch genug äh, oder welche übrig, meinte dann der Dirk da drauf. Und noch eine Idee von OJ war gewesen: Wenn man nur einen CubeSat auf eine Falcon 9 packt, dann kommt man ja nur mit dem Schub der Falcon 9 schon sehr weit. Ja. Ähm, willst du dazu was sagen? Äh, eigentlich, eigentlich habe ich es schon gesagt. Also im Grunde ist es, finde ich, diesen Antrieb ganz witzig, weil ähm, ich, ich, ich sage halt mal, es ist im Nachhinein, es ist es so logisch. Es klingt so total, ist so ja, ist mm. völlig klar. Aber äh, ich persönlich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommt, zu sagen, ich nehme ein in sich völlig neutrales, langweiliges Edelgas. Ja, also, so Helium, wo mir einfallen würde, du kannst lustige Ballons damit machen, die leichter als Luft sind. Aber es ist ungiftig, nichts explodiert, es ätzt dir keine Bordwände weg, äh, es korrodiert auch nichts. Also, dein Tank geht auch nicht kaputt, das kannst du halt ewig lagern, es zerfällt nicht, also bis auf Radon äh, radioaktiv oder so. Packst du da rein, setzt ein, mhm. eine elektrische Spannung und plötzlich hast du halt einen ziemlich, ziemlich guten ähm, Treibstoff sozusagen. Mhm. Ja, also das ist, äh, und äh, die Teile sind auch, glaube ich, vom Verschleiß her, ähm, halten diese Triebwerke. Und ich meine, ich weiß es jetzt nicht, ach, jetzt habe ich irgendwie, habe ich es doch vergessen, aber die Chinesen haben auch ähm, Ionentriebwerke an der Raumstation, wie heißt die denn nochmal, himmlischer Frieden, ähm, Tian... Tiangong? Tiangong. Nein. Das, du meinst den Himmelspalast, ne? Ja, was ist denn das, Tianwen, Tiangong? Wenn ihr es wisst, schreibt es doch mal ganz kurz unten ja, in die Kommentare ich, rein. Dann ich such's, ich such's können mal. wir das Ding schon wieder mit rausziehen. Übrigens glaube ich, dass äh, gerade. Ähm, ach, da geht's wieder. Da war es immer kurz weg. <laughs> Kleiner Moment. Ja, alles fein, alles fein. Also auf jeden Fall ist es auch so, dass es auf jeden Fall auch bei ähm, chinesisches Raumlabor Tiangong 2 mit dem Raumschiff Shenzhou 11. Mhm. Ich glaube... Ich glaube, die wollen jetzt schon wieder die, das nächste große Modul demnächst hochbringen mhm. und damit mal wieder die erste Stufenlotterie auslösen. Nach dem Motto, na, wer gewinnt diesmal eine erste Stufe? Der Pacific oder einer der Anrainerstaaten? Wir haben vieles im Gepäck. Überlegt euch, spielt mit. Ja, kleinen, kleinen Moment. Ähm, ja. Sonst schaue ich nochmal auf die andere Seite. Äh, ba, 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 ba. Also Patrick, Patrick hat schon mal was reingepostet. Der Mann, der immer schneller posten kann, als andere Leute überhaupt Google aussprechen können. <laughs> Aber du, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, also ich glaube, die haben schon ein bisschen länger an der Technik geforscht dass sie das halt jetzt so klein hinkriegen und auch so stabil, weil ich weiß gar nicht, weißt du zufälligerweise, wann der erste Satellit CubeSat mit so einem Ionentriebwerk in die Umlaufbahn geschossen wurde, weil das liegt ja auch schon ein paar Tage zurück, ne? Also, was der allererste war, weiß ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Ähm Es ist aber glaube ich nicht so lange her. Ähm was war denn der erste, weiß ich nicht. Es, gibt, es, es ist ein bisschen schwer auch zu sagen, weil es halt verschiedene äh, Versionen davon gibt, ja. Also die Art und mhm. Weise, wie du dein elektrisches Feld aufbaust, ja. Oder wenn wir eben an den Hall-Effekt äh, Thrustern, du hast hier ganz verschiedene Sachen. Also es gibt hier ähm, die unterschiedlichsten Methoden, wie du halt deine, dein Gas ionisierst und dann halt rausbeschleunigst. Ähm, mhm. Da gibt es zig Ansätze. Ähm, das ist, ähm, ja, wie soll man sagen, da gibt es. Magnetro... Was war das eben für ein Ansatz? Das, war das sah ein... so also aus, als wenn das Gas in irgendwie in die beiden, in die umliegenden Bereiche reinströmt und mhm. dann erst ähm, ionisiert wird oder das, beziehungsweise das oder dann ein... äh, elektrisch geladen wird und abgeschossen wird. Ja, das ist, das Gas wird hier ähm, durch eine Nozzle, was heißt das jetzt, oder durch ein Ventil irgendwie in ein mhm. elektromagnetisches Feld äh, Reingefeuert und der, also, was du im Wesentlichen machen musst, ist, du musst einmal das Gas ionisieren, damit es überhaupt durch ein elektrisches Feld reagiert, also damit die Teilchen mhm. sich beschleunigen, und danach musst du es wieder neutralisieren, sozusagen. Und da gibt es halt mhm. verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie du das machen kannst. Ähm, also, da gibt es halt noch zig Variationen dieser Hall. Ähm, Hall-Effekt, den wir da halt eben hatten, das ist halt eine äh, mögliche Methode, wie du es machen mhm. kannst. Äh, du kannst aber auch andere Lösungen nehmen, also möchtest du es erst ionisieren oder schickst es halt schon durch, was machst du mit den Elektroden? Also es gibt halt un unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, ja, so wie halt man sagen kann, Elektromotor ist nicht immer ein Elektromotor. Manchmal kannst du den größer, stärker, schneller, ähm, kleiner, flexibler oder sowas machen mhm. und ähm, bei diesen... Ähm, Triebwerken gibt es halt eben auch verschiedenste Arten, wie du das halt eben umsetzen kannst. Ja. Ähm, nur das Prinzip ist im Grunde genommen das Wichtige an der ganzen Ecke, dass du halt eben da sagst, okay, ähm, im Grunde genommen äh, geht es eben darum, äh, dass ich ein, ein, ein elektrisches Feld oder ein Magnetfeld eben benutze, was ich mit Strom betreiben kann. Mhm. Ja, das ist dann eigentlich alles. Palace in the Sky, genau. Tiangong, der Himmelsverlast, ganz genau. Tiangong, da ne? war man vorhin doch gar nicht so weit weg gewesen, wenn nicht sogar richtig. Ja. Sag mal, wir haben ja früher immer diese, diese Viererkarten gespielt. ne? Wenn wir, was weiß ich, LKWs verglichen haben mit, ey, meine hat so und so viel Räder und so und so viel PS mhm. und ist so und so schnell und sowas. Gibt es auch so eine Highscore-Liste für diese Triebwerke schon irgendwo, wo, wo man mal nachschauen kann? Hier. Ein Quartett. Der, ja, genau, das Quartett, das war das, was ich gesucht hatte. So, weiß nicht. Äh, Ich kann dir nur sagen, das Quartett wäre wahrscheinlich relativ schnell veraltet. Ähm, denn, wie gesagt, an diesen Triebwerken wird auch geforscht und eben halt äh, jede in, in der Raumfahrt ist eben jedes Gramm, was du sparen kannst, ähm, ein Gramm weniger. Gold wert. Mehr das als Gold. Also, ja. Oder wenn du halt eben Teile durch Treibstoff ersetzen kannst, dann erhöht es deine Effizienz. Hier haben wir halt mal auch ein Beispiel von so einem etwas größeren Gerät ähm, und äh, also so, die, das sind natürlich jetzt hier auch so Fantasiegebilde, ne, also was alles möglich mhm. wäre, so künstlerische Interpretationen und so. Ähm, und ähm, das heißt, da ist momentan halt auch sehr, sehr viel in Bewegung. Ne? Und äh, ich wollte halt auch sagen, die ISS benutzt das meines Wissens nicht, aber eben die chinesische Raumstation hat auch solche Triebwerke für Bahnkorrekturen, mhm. die eben nicht so von jetzt auf gleich gemacht werden müssen, sondern um die Langsam wieder ein bisschen anzuheben, machst mal so ein an, Kontinuierlich. Mhm. Äh, lässt das Ding ja, mal irgendwie einen halben Tag laufen und dann bist du wieder auf Kurs. Ne? Ja, klar, wenn du natürlich mehr Energie durch deine Kollektoren reinkriegst, als du verbrauchst, hast du natürlich die Möglichkeit, dafür ja du, zusätzliche Aktivitäten zu entfalten. Und dann ist das natürlich eine, eine logische Sache zu gucken, okay dann bauen wir halt mal 50 von den Dingern an irgendwo an die richtige Stelle und dann schauen wir mal, wenn, aber wenn wir es zünden. Und der Vorteil ist natürlich auch, wenn du so eine Station hast, da hast du ja eh regelmäßig Besuche mit Nachschub. Und gut, dann ist halt eben neben dem normalen Treibstoff, den du für starke oder große, schnelle Korrekturen brauchst, halt immer ein bisschen von diesem Edelgas oder was auch immer sie ähm, für den Antrieb da benutzen dabei und dann bist du ja good to go. Das ist natürlich dann nice. Auf jeden Fall, ja, genau. Mhm. Der Dirk Fall. Strautmann fragt gerade: Harzner, wie ist denn das Schubgewichtsverhältnis eines Ionenantriebs gegen, den, gegen ein Flüssig- oder ein Feststofftriebwerk? Ich glaube, es ist schwierig zu beantworten, weil erstmal es gibt ja ganz viele verschiedene Flüssig- und Feststofftriebwerke. Aber ähm, genau, ich hatte ja eben schon mal das, das B3 genannt mit 1,24 Kilometer pro Sekunde ähm, als Impuls. Ich weiß gar nicht, was also ein Raptor-Triebwerk wollte ich jetzt nicht nehmen, weil das jetzt wirklich die, die Krönung der Schöpfung aktuell ist. Ja. Ähm, jeder, der das Ding, der diesen Stream in 25 Jahren sieht, lächelt wahrscheinlich einfach darüber und sagt, ja klar, das ist ein Steuer- und Korrekturtriebwerk. Heute haben wir was anderes darum stehen. Ähm, aber ich weiß gar nicht, was, was, was hat denn ähm, was, hat, was hat denn das Triebwerk trotzdem ähm, für den Impuls? Weißt du das, zufälligerweise? Uh, d -d -d -d, lass mal kurz überlegen. Also, die Teilchen werden auf mehrere ähm, Kilometer pro Sekunde beschleunigt. Also, mhm. die fliegen da schon ziemlich schnell raus. Ähm, ja. Die Austrittsgeschwindigkeit hat also irgendwie 10 bis 130 Kilometer pro Sekunde. Prototypen kriegst du heute schon halt ähm, schneller hin. Die ähm, ich würde sagen, dass. Das ist insofern auch schwer zu vergleichen, weil es halt eben, weil der Zeit, weil die Zeit hier so ein äh, enormer Faktor ist, dass du halt ähm, der der das, das Verhältnis vom Schub und Gewicht äh, ist definitiv mhm. jetzt für den Moment betrachtest schlechter, ja, ähm, weil du natürlich für das Gewicht von so einem Triebwerk äh, kriegst du halt minimalen Schub. Was hatten das Ding? Ich glaube 5 Newton oder so. Ähm, Och, teilweise sind wir im Millinewton-Bereich. Äh, du musst schon richtig große Dinger nehmen, damit du halt in den ja. äh, Newton-Bereich überhaupt kommst. Und das ist nicht viel, ja. Ähm, also, ich sehe gerade, ähm, wenn ich ganz kurz reinhaken dürfte, das Merlin 1D-Triebwerk, was ja schon ein paar Tage alt ist, hatte 689 Kilo-Newton, <laughs> was das Ding <laughs> drauf liegt. Ja. Und das Bit 3 ähm, hat 1,24. Millinewton. Ja. Also da sieht man schon, Kilo steht ja natürlich für drei Nullen, die man bei den äh, 689 nochmal dranhängen darf und das andere hat 1,24 und dann auch noch mhm. Millinewton, das heißt, da schieben wir den Komma, das Komma auch nochmal drei Stellen nach ja. links, dann haben wir also 0,01. Ja. Also du könntest sagen, ein, ja, ein konventionelles Triebwerk hat, hat millionenfach mehr Wums. Ist klar, aber hat natürlich auch Milliardenfach mehr Treibstoff, was das Ding pro Sekunde da durchhaut. Genau. Und daher ist es natürlich schwierig, das dann da irgendwo festzuhauen. Und ich meine, du siehst ja auch, es ist ja auch ein ganz einfacher Gedanke. Im Grunde genommen kannst du ja hier sogar durchgucken. Äh, also ja. das ist ja nicht viel Materie, die da hinten rausfliegt. Ähm, das heißt, so schwer kann das nicht sein. Ja? Also ich sehe hier jedenfalls keine Prolingkugeln oder schwere Steine oder irgendwas da hinten rausgefeuert, sondern das sind halt eben sehr schnelle, sehr leichte Gasatome. Aber ja. eben, wie gesagt, auch nicht so viele. Und dadurch hast du einen ziemlich hohen Wirkungsgrad über lange Zeit betrachtet. Ich habe ja. eben gerade mal geguckt, das reptory back hat 2.000... Jetzt habe ich schon wieder weggemacht. 2.400... Kilo-Newton. Also äh, so, so roundabout das fast Vierfache von einer ähm, von einem Merlin 1D-Triebwerk. Also das der Raptor ja. Ja, ist halt einfach so die Königsdisziplin bei unseren hinterweltlichen urzeitlichen Triebwerken. Wie gesagt, wer in 50 Jahren das sieht, äh, wird darüber lachen und der hat dann eh schon einen kalte Funktions- Mhm. Ähm, Reaktionsmeiler äh, zu Hause. Wahrscheinlich irgendwo unter der Spüle stehen oder so. Ja. Vielleicht. Das du eben, so wie gesagt, äh, du verbrätst da halt auch sauschnell, sau viel Treibstoff. Ja. ja und ja. für ein Ionentriebwerk brauchst du eigentlich nur Strom. Ach, kleine Anekdote. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Bonbon. Ein Funfact hätte ich auch noch. Wie bitte? Ein Funfact hätte ich auch noch, bevor du dein Bonbon rausschmeißt. Der Luna Ice Cube hat 1,5 Kilo Jod nur dabei und die, Tag und die Mission ist auf äh, 19 Monate gebrieft. Klar, da läuft natürlich nicht äh, konstant das Triebwerk, aber schon in den überwiegend langen Strecken. Aber dann kann man mal so ein Verhältnis haben, wie viel da überhaupt durchgeblasen wird. Also die Dinger sind schon tierig. Ähm, Effizienz, wenn man sie dann zusammenrechnet. Also wie viele Tage läuft es und äh, was hat es verbraucht und was kam als Schub hinten raus in den ähm, 180 Tagen, sagen wir mal. Das ist krass. Die Dinger sind echt der Hammer. <laughs> Wahnsinn. Ja, kleiner Moment. Das hier wollte ich nämlich eigentlich noch ganz kurz zeigen, ähm, weil wir das alle kennen. Und zwar diese Dinger hier aus Krieg der Sterne, die heißen TIE Fighter. Warum heißen die TIE Fighter? Weil es sind Twin Iron Engine Fighters. Was heißt? Nein. Da das ist natürlich in der, der, der dunkle Lord hat schon so eine Technik, ist ja krass. Ja, ey. und die muss auch irgendwie mit der dunklen Seite der Macht funktionieren, denn so viel Schub und so eine Manövrierfähigkeit würdest du damit nicht hinkriegen. Aber es sind Twin Iron Engines, deswegen das TIE, deswegen TIE Fighter. Hey, Dankeschön. Das ist doch mal eine, eine, eine weitere Erleuchtung, die wir heute kriegen. Aber tatsächlich, es haben nicht alles dunkle ähm, Sith und Jedi Lords die Dinger gesteuert. Die sind, glaube ich, auch von äh, konnten auch von ganz normalen ähm, Sturmtruppen bewegt werden. Also ja, ja. das durften war die nächste Frage. Aber weil da, es gab ja immer eine ganze Menge von denen, die die armen Rebellen gejagt und ausgelöscht haben. Also, auf jeden Fall. Ja, ja, ja das. Äh... Wir haben von SpaceX abgeguckt, wie man Massenfertigung von Fightern macht oder sowas. Irgendwas in der Richtung <laughs> wird gewesen sein, ja. Ach, Elon Klon, ja ist klar. Mhm. In der 730. Generation. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, okay. ja. Coole Sache, also diese Triebwerke sind ja echt ein heißes Spielzeug. Ich meine, sie sind ja echt klein in so einen Cube-Würfel, das sind ja 10 mal 10 mal 11 Zentimeter. Da muss ja außerdem Triebwerk noch ein bisschen mehr reinpassen und ähm, natürlich auch äh, den Treibstofftank. Ja, Also die Dinger müssen mittlerweile echt verdammt klein baubar sein und trotzdem kommt da hinten eine ganze Menge raus. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Du kannst diese Dinger natürlich auch ziemlich klein kriegen. Das ähm, mhm. ist halt eben der Vorteil, weil der Anteil der Masse, die du mitnehmen musst, äh, wäre eben auch bei einem CubeSet äh, denkbar klein. Äh, und du mhm. hättest damit immerhin einen Antrieb, der relativ lange sehr zuverlässig funktioniert. Den kriegst du also schon ziemlich winzig. Ja, mhm. Also nach unten skalieren kannst du das auch, denn dein elektrisches Feld muss nur stark sein, aber nicht besonders groß. Ähm, das cool. heißt also Atome ähm, auf eine hohe Geschwindigkeit zu kriegen, kannst du auch eben in einem CubeSet verbasteln. Ähm, oder eben halt wie die äh, Satelliten von Starlink oder sowas. Das muss nicht sehr groß sein, ne? damit es effizient funktioniert. Und wie du ja auch schon gesagt hattest, jetzt habe ich zwar kein Beispiel hier, aber es gibt ja mittlerweile weltweit schon äh, viele Institute, die da forschen oder eben auch Firmen, die das günstig herstellen. Und dann eben auch im Grunde nach der Logik von SpaceX sagen, wenn wir es in Masse herstellen, wird es im Endeffekt günstiger und wir können das Ding halt eben leichter verkaufen, wenn es dann standardisiert ist. Ist es dann halt auch günstiger, so ein Ding zu kaufen, als es selbst zu entwickeln? Wie so oft, ja. Ich meine, Elon Musk hat ja nur aus dem einzigen Grund, baut er heutzutage Triebwerke und äh, Raketen in einem, weil er hat sie nicht so günstig bekommen, wie er sie haben wollte und da er die Menge produziert selbst. Dadurch hat er natürlich die Kontrolle drüber, wie gut sie sind, aber auch, ähm, dass sie halt wieder für ihn günstig genug sind. Mhm. Eigentlich wollte er die eigentlich nur einkaufen und dann ähm, sozusagen den Frame der Rakete selbst machen. Ja, also von daher ja, bin ich komplett an deiner Seite. Mhm. Ich glaube, jetzt im Nachhinein ähm, hat er eigentlich Glück gehabt, dass ihm die Russen damals gesagt haben, ähm, nee, nicht. Ja. nicht. Machen wir nicht. nicht ja. ähm, war, war, war eine dumme Entscheidung der, der, der russischen Kollegen dort. Ich glaube, sie hätten viel Geld mitmachen können. Und so natürlich gab es jetzt wieder einen weiteren Schritt nach vorne und auch wieder einen weiteren Schubs im internationalen Wettrennen. Wer baut wieder tolle, neue, kräftige Triebwerke und nicht ein Triebwerk, was dann wieder 40 Jahre lang eingesetzt wird? Hm, vielleicht gar nicht so verkehrt. Mhm. Ja, ähm, am Ende. Glaube ich, mhm. kann sich SpaceX äh, schon gut auf die Schulter kloppen, äh, mhm. was sie da geleistet haben. Das ist ein beeindruckendes Triebwerk auf jeden Fall. Ja, also. Hast du eigentlich mal rausgekriegt, was so ein blödes, Entschuldigung, was so ein hübsches Triebwerk kostet? Also, ich, ich, ich hatte nicht die Zeit gehabt, nochmal nachzugucken, ähm, was das Busek jetzt zum Beispiel kostet. Das B3, ähm, aber gibt es da irgendwelche Zahlen im Raum? Weil klar, Prototypen die jetzt einfach nur irgendwo laufen, die meine ich weniger, sondern wirklich, wenn man sowas nachher in einem Cube-Set oder vielleicht in einem richtigen Satelliten mit hochschicken will, ähm, was da so an, an, an Geld auf oder Dollar zumindest aufgerufen wird? Äh, müsste ich selber noch mal ganz kurz gucken. Also aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht. Mhm. Ähm, also ein standardisiertes Triebwerk... Uh. Nee, müsste ich nachreichen. Kann ich, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Ich meine, man kann es vielleicht sich irgendwo ein bisschen zusammenmixen. Das einzige Problem oder die Unsicherheit wäre, ich weiß jetzt nicht, was die Herstellung oder Gewinnung von Xenon, Xenon von Edelgas kostet. Mhm. Sollte aber nicht allzu viel sein. Also der Treibstoff kann nicht so teuer sein, denn Heliumballons äh, wären nicht so günstig, wenn Edelgase besonders teuer sind oder eben auch... Äh, in, äh, in Leuchtstoffröhren ist ja auch häufig Argon drin, äh, meine ich, beziehungsweise Neon natürlich, deswegen heißt ja Neonröhre. Ähm, und ich würde vermuten, dass Xenon auch nicht sehr viel teurer ist als Neon oder, äh, oder eben Argon oder Helium in der Herstellung. Und auch in der, in, in der Lagerung brauchst du eigentlich nichts Neues zu erfinden, um das in den Druckbehälter reinzukriegen. Also ich würde sagen, das ist nicht so teuer. Und die Bestandteile, ähm, da ist natürlich dann nur die Frage, ob du in deinem Elektromagnetismus, den du in deinen Antrieb reinbaust, ähm, beispielsweise mit Supraleitung arbeiten möchtest, weil du bist ja sowieso ja. im Weltraum. Das heißt, du könntest ja versuchen, dein Triebwerk zu kühlen und da auf Supraleitung zu setzen. Dann würdest du den elektrischen Widerstand schon mal kehlen. Das wäre tatsächlich ein Thema für einen Folgestream, sich mal damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Das wäre eventuell noch teuer. Äh, aber ansonsten brauchst du ein starkes Magnetfeld äh, und Xenon. Und dann geht's ab. Ich habe noch ein bisschen was im Chat, weil ich gerne mit reinbringen wollte. Mhm. So, einmal der Sebastian ist, schaut mal wieder bei uns rein. Der Ach. war ja lange Zeit ein eifriger Gucker und auch Schreiber im Chat. Äh, schön, dass du mal wieder bei uns vorbeischaust. Danke dir. Dann, was hatten wir noch? Der Dirk Strautmann. Ähm, wann gab es denn den ersten Ionenantrieb im Weltall? Die Frage hatten wir ja schon mal gehabt, aber jetzt haben wir dank ja, nicht. dank OJ Railways haben wir auch eine Information. Nein, Patrick hat eine ältere gebracht. Im Moment, nur sehe ich es nicht, wird gerade nicht ausgelöst. Und zwar das SERT 1. Ähm, das ist Jetzt? Ich war einfach nur zu schnell gewesen. Okay, kann ja passieren. Das gute Stück ist mit einer Staggaut-Rakete 1964, um genau zu sein am 20. Juli, ähm, gestartet wurde. Und das war das erste Raumschiff, das einen Ionenmotor im Design verwandt hat. Mhm. Das hätte mich nochmal schnell interessiert. Wofür das zum Teufel nochmal? Ach, SERT, genau. Hier Space Electric Rocket Test von der NASA. Also, oh, guck mal, kleiner und handlicher Motor. Ja, das äh, sieht noch überschaubar aus, was sie da ja, verrastet hatten. Ja, ne? wenn ich die mir die Frisur, ach nein, die Brille des Kollegen angucke, dann sieht man, ja, das war nicht vorgestern gewesen. Das ist schon zwei Tage älter, das Bild. Das ist ein bisschen länger her, ja. Mhm. Ja, insofern... Äh, Klar, ich meine, man guckt ja heute oft ein bisschen skeptisch in die Vergangenheit und sagt, wie, was, das konnten die schon vor Jahrzehnten bauen. Aber ja, natürlich, ähm, nur wie gesagt, ähm, eine wichtige, ähm, ein wichtiger Forschungszweig, der in den letzten Jahren halt eben sehr viel ähm, hervorgebracht hat, das ist halt eben auch die Materialforschung. Ja? Da haben wir in den letzten 20, 30 Jahren äh, hinsichtlich... Plastik, Metall verarbeitet und keine Ahnung was. Also, wenn es um Materialien geht, ist da sehr viel passiert in den letzten Jahren, was dann halt eben auch äh, häufig Vorteile mit sich bringt bei der Neuentwicklung solcher im Grunde uralten Konzepte. Mhm. Ja, die sind ja, das ist ja nun nicht so neu, ähm, aber wieso häufig halt eben auch bei Raketenantrieben und sowas. Wenn Werner Braun die Materialien von heute gehabt hätte, dann... Hätte der auch äh, Raketen bauen können, äh, wie sonst was. Ja. Mhm. ja, geschnitten Brot. Wären wär ihm aus den Fingern gerissen worden. Wobei genau. heute natürlich noch durch die Mineralisierung vor allem immer mehr Anwendungsgebiete kommen. Übrigens die Version 2 von dem guten Stück, weil das Ding hat nur ein paar Minuten, äh, ist nur gelaufen, ist dann 1970 gestartet worden und hat dann auch noch nochmal gezeigt, dass man da nichts drauflegen kann. Genau, die er version war 31 Minuten und 16 Sekunden äh, ist die gelaufen. Und die zweite hat gleich 3781 Stunden im Weltall zugebracht. Ähm, aber wie viel davon wirklich gewesen, oder wirklich durch den Ionenantrieb, oder ob er wirklich so lange gelaufen ist, weil ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, aber ich bin ja auch... Bisschen altfältig im Alter, ne? kennt also, man ja. ja. hier steht hm. auf jeden Fall, SIRT äh, 2A ähm, ist 1970 äh, gestartet. und hm. Der Nachfolger hatte dann schon eine bestätigte Operation Time ähm, von Tausenden von Stunden. Mhm. Also das muss man also, sich halt mal reinziehen, ja. Das, was du vorhin auch gesagt hast. Also dadurch, dass keine mechanischen Teile groß dabei sind Läuft das Ding und läuft das Ding und läuft das Ding. Braucht kein Ölwechsel. Das ist Hier doch nett. Hier haben wir nochmal die chinesische Raumstation. Da habe ich sie endlich. Mhm. Das ist die ähm, Tiangong-Raumstation der Chinesen und die hat auch ähm, Ionenantriebe mit dran zur ähm, Bahnkorrektur. Mhm. Eigentlich auch ganz interessant, mal zu sehen, dass das vom kleinen CubeSat zu so einer hohen Station ist also auch vom Anwendungsbereich ziemlich breit gestreut, dieser, dieser Antriebsart. Ne? Mhm. Also die Einsatzfelder sind schon sehr, sehr vielfältig. Und äh, ja, wie gesagt, das ist äh, Hayabusa beispielsweise, die Sonde, die halt eben dann Proben zurück zur Erde gebracht hat, ähm, hat diese Treib Triebwerke eben auch benutzt. Also das ist, ich fand es auf jeden Fall mal sehr, sehr faszinierend, weil es so völlig anders funktioniert und anders tickt. Als die Antriebe, die wir uns jetzt, äh, ja, die die Fans sich halt eben in Boca Chica angucken oder in, äh, was war das, McGregor, wo spacex Gas fleißig die Raptor 2-Triebwerke testet. Hm. Ist halt ein total anderer Schnack. Und deswegen ja, wollte ich das mal gut. eigentlich in aller Kürze nur mal vorstellen, ähm, was das für eine eigentlich sehr elegante äh, Technik ist, die noch dazu eben im Grunde genommen völlig ungefährlich ist. Und die Hayabusa ist ja 2003 gestartet worden. Also auch ja. da ist das Ding schon ein bisschen älter her. Das heißt also auch, als die mit den ähm, entsprechenden Planungen für das Ding angefangen haben oder angefangen haben, das Ding zu bauen, bevor es eben zum Testen auf den Rütteltisch kam und so. Also da das, das sind wir heute natürlich schon viel weiter. Und wenn man überlegt, früher hat man für so eine... Hayabusa-Sonde haben die ja bestimmt auch acht oder zehn Jahre gebraucht, das Ding zu konzipieren und zu basteln. Heute geht es dann in zwei Jahren hin, also zumindest wenn man ein Standard-Frame für einen Satelliten nimmt, nee, braucht man mehr. Braucht man zehn Jahre traditionell. Aber für die kleinen Cube-Sets ist man ja innerhalb von na ja, zwei Jahren durch. Und wenn mhm. man natürlich dann immer auf die neueste Technologie gleich zurückgreifen kann, wow, ja. dann äh, ist natürlich echt cool. Dann bin ich vor allem auch mal gespannt, was in den nächsten zehn Jahren bei Genau dieser Triebwerkstechnologie noch passieren wird. Ja, ich Fall. hoffe mal, Harzner, du hältst du uns da auf alle Fälle auf dem Laufenden. Ja, ich denke schon. Also, ich wollte es auch, wie gesagt, heute nur kurz vorstellen und hatte dann eben mhm. auch gehofft, dass das äh, geehrte Publikum dann auch mit Fragen ankommt. Ähm, denn wie gesagt, äh, das hier ist nochmal der Zeit, die Zeitachse von der Hayabusa. Ähm, von 2003 bis 2010 hat die Mission gedauert. Also, das Ding war schon ein paar Jährchen <laughs> unterwegs. Ja. Und. Ähm, ja, zu meiner Freude haben sich jetzt ein paar Folgefragen ergeben. Das heißt, wir werden dieses Thema sicherlich wieder aufgreifen. Ähm, nicht zuletzt ist es ja so, dass SpaceX halt eben auch diesen Telekom-Deal äh, in den USA gemacht hat und demnächst größere Starlink-Satelliten ins All äh, schieben will. Und die brauchen ja sicherlich auch mhm. ein Triebwerk oder halt einen Antrieb. Ganz in bestimmt. Insofern bin ich ziemlich sicher, dass wir auf die ein oder andere äh, Methodik hier äh, nochmal zurückgreifen, was sich da halt eben durchsetzt und was da im Einsatz landet. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir den Antrieb uns mal anschauen. Dann bin ich schon neugierig auf die Fortsetzung davon. Ja, ähm, apropos Fortsetzung. Äh, Thorsten, du bist ja jetzt auch wieder regelmäßig am Start. <laughs> Entschuldige, die, die Sommerpause ist ja jetzt vorbei. Genau. Ähm, können wir denn nächsten Mittwoch um 21 Uhr mit dir rechnen? Ein purer Zufall ist eingetreten und ja, wir werden auf alle Fälle nächste Woche wieder zusammen plauschen. Ähm, dann natürlich bei mir auf dem Channel und wir werden uns dann ein bisschen in die ja nicht ganz so weiten Gefilde begeben. Wir gehen Richtung Mars. Ähm, wir werden uns da mal ein bisschen bei den Gefährten umschauen. Da habe ich natürlich was ganz Spezielles im Sinn, was ich euch mal vorstellen möchte. Und ja, das wird garantiert ganz Ganz spaßvoll werden. Also, zumindest ich, ich freue mich schon drauf und ich hoffe, ihr habt Bock mit uns zu plauschen und das wird ein netter Abend. Ja, da bist du nicht der Einzige. Und ähm, last not least natürlich äh, nicht vergessen, wer das möchte. Es ist ja so, wir hatten jetzt eine längere Pause hier auf dem äh, YouTube-Kanal. Ähm, das heißt aber nicht, dass der Discord-Server, auf dem Thorsten und ich auch immer wieder erreichbar sind, deswegen geschlafen hätte. Also wer das möchte, dem stelle ich dann auch noch ein Video, Quatsch, einen Link unten in die Beschreibung von diesem Video. Findet ihr aber auch bei Thorsten und mir eigentlich unter allen anderen Videos auch einen Link auf dem Discord, wo ihr herzlich willkommen seid. Ansonsten sieht man uns auch ab und zu beim Senkrechtstarter. Wir haben aber auch einen eigenen. Genau, ihr ja. könnt auch jetzt direkt nach diesem Plausch auch zu uns rüberkommen, weil wir sind in Richtig. fünf Minuten dann automatisch ebenfalls definitiv dabei und dann können wir da noch mal ganz in Ruhe plauschen Richtig, und daher von, ich verabschiede mich schon mal von mir aus immer eine Handbreit Luft unter dem Hintern und ich freue mich schon ja auch auf eure Fragen vielleicht hier unter dem äh, Video und vielleicht tut ihr auch noch einen kleinen Like oder uns Subscribe für Harzen hinterlassen. das wäre super lieb vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Woche bei Thorsten danach wieder hier und so weiter und so fort. Man sieht sich, liebe Freunde. Ciao, ciao. Bye, bye.